Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid, wünsche euch eine wundervolle Woche und heute, wie man unschwer erkennen kann, gibt es Folge Nummer 2 von Counterplay, dem Format für Gamer und Nerds mit Gehirn. Heute, How to Counter Yasuo. Yasuo, Fluch oder Segen oder vielleicht doch eine Krankheit, man weiß es nicht genau, allerdings ist dieser Champion definitiv sehr gehasst. Im eigenen Team geht der Dude immer 0-8, rennt die Mitte runter, geht AFK, hat keinen Bock. Und im gegnerischen Team, naja, hast du einmal kurz Yasuo nicht gebannt, hast du sofort einen 70% Winrate 1000 LP Challenger Yasuo OTP Smurf, der einfach dich komplett niedermetzelt. Macht keinen Spaß. Und damit das nicht passiert und ihr möglicherweise diesen Challenger-Smurf sogar zu einem 0-8 Yasuo verwandeln könnt, versuche ich euch heute so gut wie möglich unter die Arme zu greifen mit Tipps und Tricks gegen Yasuo. Das war allerdings nicht alles, warum man Yasuo hasst. Du versuchst einmal in deinem Leben nur einen einzigen Skillshot zu treffen und Yasuo drückt einfach die Windwall. Die Windwall ist komplett zum Täten, also ist wirklich ein sehr schlimmer Spell. Ne, man kennt's, ne, du wirfst einfach deine riesigste Ulti, die du im ganzen Leben geplant hast und zack, verpufft sie einfach in dieser Wand. Und dann gibt's natürlich noch die schöne Dash-Mechanik. Dash, 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 Dodge, Dash, Dodge, Dash, Dash, Dodge, Dash, Dodge, Dash, Dash, Crash. Kardashians? Die Kardashians? Yasuo, Kardashians? Illuminati? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es scheiße. Achso, und dann hat er natürlich noch sein Passive-Schild. Er hat mit zwei Items 100% Crit, macht dich im Early-Game kaputt, im Mid-Game auch, im Late-Game auch, outdamaged dich und one-shottet dich und ist komplett GG. Ach, Armor Penetration kriege ich auch noch seine neuen Ultimate, stimmt. Völlig vergessen. Ja, GG. Runen und Masteries beschäftigen wir uns gar nicht mit. Nehmt Armor mit, ansonsten seid ihr einfach verdammt zum Tode und habt es auch nicht anders verdient. Fertig. Ihr könnt ohne Rüstung gegen Yasuo spielen, aber ihr könnt auch über den Pazifischen Ozean mit dem Kanu fahren. Also, das ist euch überlassen. Dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Mal, ist es sehr wichtig, den richtigen Champion zu picken. Allerdings kommen wir darauf später zurück, denn wir schauen uns erstmal seine Spells an. Angefangen mit seiner Passive. Ja, hier wird mal ebenso nebenbei sein Crit um 100% erhöht. Aber worüber wir erstmal reden, ist das Schild. Denn das Schild, ja, das wissen die meisten, lädt sich auf, wenn Yasuo sich bewegt. Die meisten wissen ebenfalls, dass das Schild sich auflädt, wenn er durch die Gegend dasht. Aber es lädt sich ebenfalls auf, wenn er sogar Flash drücken sollte. Und was nicht alle wissen ist, es lädt sich für jede zurückgelegte Distanz im Endeffekt auf. Das heißt, seid ihr eine Tristana und schießt diesen Boy mit eurer Ultimate durch die Gegend, dann kann es sein, dass sich sein Schild auflädt und er vielleicht dadurch irgendeinen Ignite-Tick oder einen Dot oder was auch immer er gerade noch drauf hat, wegen diesem Schild überlebt. GG. Yasuo's Q. Seine Q skaliert mit seinem Attack Speed, das heißt, je mehr Attack Speed er hat, umso weniger Cooldown hat das Ding. Das Ganze fängt bei 4 Sekunden an und geht auf 1,33 Sekunden runter. Bei 1,33 Sekunden hört sich das ungefähr so an. Hasa hier, hasa da, hasa ki, hasa das und hasa dort. Ist super nervig und genau deswegen müsst ihr wissen, ihr messt die Gefährlichkeit eines Yasuo-Spielers in Attack Speed. Kommt ein Yasuo vom Shoppen zurück, hat ein Doran's Blade, noch ein Doran's Blade und einen Krittern-Schuh, könnt ihr sagen, der Dude, der hat nicht ganz so viel drauf. Vermutlich. Zumindest von der Gefährlichkeit her. Kommt der Yasuo allerdings wieder und hat Attack Speed Schuhe und vielleicht noch sogar zwei Attack Speed Dolche oder sogar schon ausgebaute Statics oder sowas, dann ist höchste Vorsicht geboten. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Windwall. Eine Wall aus Wind. Was soll ich dazu sagen? Jeder kennt's, jeder hasst's. Das Wichtigste zu diesem Spell ist, dass er 26 Sekunden Cooldown hat. Das ist fast eine halbe Minute. Und eine halbe Minute ist fast eine ganze Minute. Also, holy shit, richtig viel Cooldown. Yasuo's Dash, DE. Sind wir ehrlich, wir alle lieben diesen Spell. Er ist einfach wundervoll und eine Bereicherung für League of Legends. Das Wichtigste hierzu zu diesem Spell ist, und das wird später in den Prüfungen noch abgefragt werden, dass dieser Spell immer eine feste Distanz springt. Das heißt, steht er auf Max Range und dasht euch an, dann springt er gerade so zu euch. Steht er vor euch und dasht euch, springt er durch euch durch und ein ganzes Stück hinter euch. Das ist sehr wichtig, werdet ihr noch sehen warum. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es wirklich jeder weiß, aber dieser Guide ist ja von Dummies für Dummies und deswegen, Yasuo kann jedes Ziel mit seiner E, Champion, Monster, Minion, was auch immer, nur einmal alle 10 Sekunden anspringen. Je mehr Punkte er da reinmacht, umso öfter kann er springen, das heißt später sind das nur noch 6 Sekunden Cooldown, aber hat er einmal gejumpt, geht es nicht nochmal. Gibt es irgendjemanden, der das wirklich nicht wusste? Könnt ihr gerne sagen, würde mich interessieren, weil dann lasse ich sowas nächstes Mal raus, so offensichtliche Dinge. I don't know. Don't know.
Yasuos Ultimate. Diese Ultimate benötigt eine Knock-Up. Er dasht zum Ziel hin, macht dann Schaden und bekommt, was viele gar nicht wissen, danach 50% Bonus Armor Penetration. Bedeutet, seid ihr ein Tank, werdet ihr zerstört. Seid ihr ein ADK, werdet ihr auch zerstört. Und wenn ihr ein Magier seid, dann werdet ihr sowieso zerstört. Außerdem bekommt er in dem Moment, wo er seine Ultimate benutzt, 100 Flow. Das ist seine Passive. Das heißt, er bekommt sofort ein Schild. For free. Auch wenn er vorher 0 hatte, zack. Schild ist da. Und damit das nicht genug ist, sein Ultimate hat einen unglaublich unfairen Cooldown von 80 Sekunden. Das bedeutet, die meisten Champions haben einen Cooldown von so 110, 120 Sekunden auf ihrer Ultimate. Wenn ihr also 1:1 mit Yasuo eure Ultimates tradet und dann wieder für den nächsten Trade gehen wollt, hat Yasuo seine Ultimate ungefähr 30, 40 Sekunden vor eurer Ultimate ready. Das müsst ihr also berücksichtigen. Habt ihr noch Cooldown drauf, ist es sehr wahrscheinlich, dass er seine Ultimate ready hat. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Also sehr, 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 sehr wahrscheinlich, außer ihr seid Diana dann nicht. Was lernen wir daraus? Sagt nein zur Yasuo-Ult. Yasuo-Ult, nein, nein. Wählt mich. Unser Ziel, Yasuo zu countern, muss es also sein, Yasuo nicht ulten zu lassen. Und wie wir das Ganze anstellen, das werde ich euch jetzt sagen. Champions. Grundsätzlich gibt es drei Arten Champions, die gut gegen Yasuo sind. Die ersten sind, die ihn einfach komplett aus dem Leben böllern und super viel Damage haben. Das heißt, Burst ist sehr, sehr gut gegen Yasuo, kommen wir noch drauf zurück. Die zweite Art Champions, die sehr, sehr gut gegen Yasuo sind, sind Champions mit super harten CC, dass er sich nicht bewegen kann und wie so ein geisteskranker Dude durch die Gegend dashen kann. Das heißt zum Beispiel Morgana oder Malza. Und die dritte Version an Champions, die gut gegen Yasuo sind, sind die Champions, die seinen Sturm dodgen können, so dass er euch nicht knock-uppen oder ulten kann. Haben wir gelernt, wollen wir. Morgana hat ihr Black Shield, das heißt, sie ist doppelt gut, sie sorgt dafür, dass er nicht ulten kann und hat super viel CC und ist meiner Meinung nach der beste Champion gegen Yasuo. Super safe, super einfach, super effektiv. Zed und LeBlanc sind Champions, die super viel Burst haben und gleichzeitig mit ihren Spells seinen Sturm dodgen können und wiederum dafür sorgen, dass er nicht ultet und deswegen auch ebenfalls sehr, sehr gute Champions gegen Yasuo. Vorausgesetzt hier natürlich, ihr könnt diese Champions ordentlich spielen. Wenn ihr seht, dass euer Gegner Yasuo Toplane einloggt und ihr ihm den Takt so richtig krass versauen wollt, dann lockt einfach Darius Toplane ein und er wird das ganze Game lang weinen. Andere gute Champs auf der Toplane wären Riven und Renekton, alles Champions, die super viel Schaden haben. Aber Tobi, warum ist denn viel Damage und Burst Damage so gut gegen Yasuo? Du willst Yasuos abfarmen, in der Elo climben, Challenger werden und dabei gleichzeitig gut aussehend sein? Das werde ich euch erklären anhand des 4 goldenen Schritte Modells zu Erfolg, Reichtum und Macht. Tritt noch heute der WhatsApp-Gruppe bei. Schritt Nummer 1, in Klammern optional. Baitet die Windwall von Yasuo heraus. Wir haben in diesem wundervollen Guide bereits gelernt, dass die Yasuo Windwall einen Cooldown von 26 Sekunden hat, was eine halbe Minute ist, was fast eine ganze Minute ist. Das heißt, in diesen 26 Sekunden habt ihr ein richtig langes Zeitfenster, den gegnerischen Yasuo zu traden, ohne dass er eine Windwall hat. Das ist, wie erwähnt, kein Muss, aber definitiv nice to have. Im Prinzip 1:1 Vergleich wäre, dass ihr auf eurem Kanu bei der Überquerung des Pazifischen Ozeans noch einen Ofen habt und Tiefkühlpizza. Schritt Nummer 2. Löst die Shield-Pässe von Yasuo aus. Die beste Variante, Fernkämpfer Auto-Attack, dann ist das Schild weg. Habt ihr keinen Fernkämpfer zur Verfügung, kann es auch ein Spell tun, der sehr wenig Mana kostet, der am besten Level 1 ist und den ihr nicht unbedingt braucht. Auch ein Tiamat kann richtig eingesetzt helfen, das Schild auszulösen und wenn ihr gar nichts habt, dann habt ihr einfach einen Nachteil. Schritt Nummer 3. Abwarten, bis er 2 Qs gemacht hat und seine dritte Q zur Verfügung hat, das heißt den Sturm. Und jetzt wird es wichtig. Denn sobald Yasuo seine dritte Q, seinen Sturm wirft, tritt Schritt Nummer 4. In Kraft. Schritt Nummer 4, Prophet, aka All-In, der Feind. Denn wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann hat der Yasuo A, keine Windwall, er hat B, keine Shield Passive und er hat C, keine Ultimate. Tobi, wieso hat er keine Ultimate? Da er seine einzige Möglichkeit, euch zu knock-uppen, genau gerade in diesem Moment verschwendet hat. Je nachdem, wie viel Items der Yasuo hat, gerade im Early Game sind es circa 9, 10 bis 11 Sekunden, je nachdem wie schnell der Dude queued, bis er seine nächste Ultimate hat. Das heißt, was hat er? Er hat Q und eine einzige E, das ist alles. Und ihr habt Q, W, E und R. Diesen Trade würde sogar mein Opa mit Soraka Full AD Infinity Edge First Cleanse Ghost schaffen. Tipp zur Ausführung 1. Der Laie wird warten, bis der Sturm vorbeizieht und dann auf ihn engagen. So hat er vielleicht schon wieder eine Q ready, das heißt, ihr habt nicht ganz so viel Zeit. Wenn ihr es richtig advanced macht für Fortgelaufene, dann engagt ihr genau in dem Moment, wo der Sturm gerade losfliegt, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das heißt zum Beispiel mit einer ZW, vielleicht auch mit einem LeBlanc-Sprung oder einer Katarina E, was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt, denn dann seid ihr sofort bei ihm, er hat richtig viel Cooldown und könnt ihn sofort umbursten. Ihr habt 10 Sekunden, wo der Dude nichts machen kann. Und genau deswegen sind Assassinen und Burst Champions gut. Sie sind sofort an Yasuo dran, können sofort engagen und ihn sofort dafür bestrafen. Hinweis Nummer 2. Wenn ihr Yasuos Schild auslöst und er jetzt erst anfängt, seine Q zu stacken und dann seine dritte Q wirft, kann es sein, dass sein Schild schon wieder aufgeladen ist. Das bedeutet, der beste Moment, sein Schild auszulösen, ist dann, wenn er kurz davor ist, den Sturm zu werfen.
Achtung, Achtung! Genau aus diesem Punkt werden nämlich gute Yasuo-Spieler, weil die dritte Q eben dodgebar ist und ihn verletzlich macht, anders spielen. Sie werden versuchen, mit der EQ-Kombo euch hochzunocken. Sie machen EQ, Knock-Up, zack, Ultimate, ihr seid tot. Aber Tobi, was soll ich denn dann jetzt tun? Auch bei dieser Kombo habt ihr zwei Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern. Die erste ist, ihr macht einfach Flash, Dash, Blink oder was auch immer in seine Richtung, weicht dem Ganzen aus und seid jetzt wieder bei der gleichen Situation, dass ihr den Yasuo einfach komplett fighten könnt, ohne dass er eine Ultimate hat. Oder, falls ihr sowas nicht zur Verfügung habt, ist aber deutlich schwieriger. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch zur E gesagt habe. Sie hat eine fixe Distanz. Das bedeutet, der Yasuo wird immer durch euch durchdashen. Wenn der Yasuo besonders nah an euch ran ist und seine E drückt, um euch hochzunocken und ihr im gleichen Moment dem Yasuo entgegenläuft, dann dasht er durch euch durch und verfehlt den Knockup. Das Ganze ist allerdings, wie ihr gemerkt habt, sehr schwierig, denn wenn der Yasuo sehr weit von euch weg ist, dann ist die Chance, dass er es trifft, sehr, sehr hoch. Das heißt, ihr müsst hier richtig ordentlich manipulieren und dem Yasuo früh genug entgegenlaufen, damit er potenziell durch euch durchdasht. Hier ist es besonders hilfreich, wenn euer Champion sehr schnell läuft, wenn ihr Schuhe habt, ausgebaute Schuhe oder sogar ein kleines Stück in seine Richtung dashen könnt, wie zum Beispiel Riven. Auch hiergegen hat der Yasuo-Spieler leider eine Möglichkeit, und zwar ist das seine Flash-Kombo, mit dem er den Tornado von einem Minion zu euch rüberträgt. Hierzu ist natürlich wichtig, es müssen Minions in der Nähe sein. Hier sind wir ehrlich, da könnt ihr leider überhaupt nichts gegen machen, außer super vorsichtig zu spielen. Denn das Ganze zu flashen ist in der Theorie möglich, in der Praxis wahrscheinlich aber nicht. Kommen wir zum Gameplay. Laning Phase, Early Game. Im Early Game, Yasuo hat seine Q, die hat super wenig Cooldown, meist viel weniger Cooldown als eure Spells, kostet kein Mana. Er hat Doran's Blade, das heißt, er hat Lifesteal, er hat ein Shield und er hat stärkere Auto-Attacks, weil ihr meistens ein Magier seid. Das heißt, im Early Game mit einem Yasuo zu traden macht überhaupt keinen Sinn und solltet ihr einfach nicht tun. Um euch das Ganze zu erleichtern, löst seine Schild-Passive so oft wie möglich aus. Jedes Mal, wenn sein Schild ready ist, kriegt ihr einen Trade auf euch for free, wo er euch Schaden macht, aber er selber keinen Schaden bekommt. Das wollt ihr nicht und ab jetzt, wenn das Schild auf Cooldown ist, müsst ihr warten, bis der Yasuo-Spieler Fehler macht. Super viele Yasuos machen Fehler, sie dashen in den Turm, sie overextenden, sie benutzen ihre Spells falsch und genau dann müsst ihr denen Schaden zufügen. Schild auslösen, auf Fehler warten. Das ist wie beim Tischtennis. Einfach die ganze Zeit defensiv spielen, die Kugel zurückschieben und der Gegner macht irgendwelche Moves und will irgendwas probieren und failt dabei irgendwas und das Ding landet im Netz und ihr gewinnt. Positioning-Tipp. Versucht, eure Minion-Wave immer so nah wie möglich an eurem Turm zu halten. Das heißt, sie sollte nicht im Turm sein, aber kurz davor, denn wenn die Minions so nah am Turm sind, kann Yasuo seine E nicht benutzen. Wenn er seine E zu offensiv benutzt, landet er sofort im Turm, kriegt sofort Tower-Damage, das heißt, er muss hier unglaublich aufpassen und ist sehr unmobil. Wirklich? Er intet! Ja, er intet! Er intet! Er intet! Lebt denn der alte Int Yasuo noch? Int Yasuo noch? Und genau jetzt, meine Freunde, haben wir Yasuo auf dem Silbertablett, da wo wir ihn haben wollen. Denn jetzt können wir zusammen mit dem Jungler die Scheiße aus Yasuo rausgängen. Und nachdem ihr ihn gegankt habt, gankt ihr nochmal, nochmal, nochmal und nochmal. Bis der Dude 05 ist, richtig salzig wird und AFK geht. Bis er weint und wenn es so ein Mad Dude ist, so von wegen, yo Bro, 1-on-1, you noob, dies, das, dann sagt ihm das zu, sagt, hey, lass uns 1-on-1 machen. It's a fucking trap. Kommt der Jungler von hinten und nimmt ihn nochmal richtig durch. Und genau in diesem Moment ploppt der Surrender-Button beim Gegnerteam auf und der Sieg ist euer. Natürlich gibt es hier und da noch viel mehr weitere Informationen zu Yasuo, das würde allerdings den Rahmen dieses Videos leider sprengen. Und deswegen bin ich gezwungen, mich von euch zu verabschieden an dieser Stelle. Es hat mich gefreut, vielen Dank dafür. Ich würde mich ebenfalls super freuen, wenn ihr dieses Video mit eurem Aquarienfisch, eurem Teichfisch, eurer Katze, eurem Pferd und natürlich euren Freunden teilen würdet. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen und tschüss. We'll be right back.